Stellen Sie sich vor, Sie sitzen daheim gemütlich auf dem Sofa und legen die Beine hoch. Nun, wir sind nicht daheim, wir legen auch nicht die Beine hoch. Warum sind wir hier? Was machen wir hier? Ich behaupte, es ist die Leidenschaft zum Marketing, es ist das Streben nach mehr, es ist das, was uns fasziniert, was uns antreibt, was uns zur Höchstleistung bringt. Wir wollen nicht einfach nur die Zukunft miterleben. Wir wollen die Zukunft mitgestalten. Wir wollen Vorreiter sein. Wir wollen Pioniere sein. Und wir wollen Standards setzen. Und dazu möchte ich gern Albert Einstein zitieren. Und er sagt, der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens. Und der Austausch des Wissens ist das, was wir heute hier machen werden. Und ich freue mich sehr, dass ich für MTP stellvertretend diese Veranstaltung hier eröffnen darf. Dankeschön. Veranstaltung, keine Veranstaltung ohne Gastgeber. Unsere Gastgeberin heute, die nationale Vorsitzende des MTP von früher, von vor einigen Jahren. Multitalent, Fotografie, Sängerin, die unvergleichliche Lisa Marolt. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich riesig, Sie heute hier durch den Tag zu führen. Ich habe mich schon gefragt, als ich jetzt gerade die Ankündigung gehört habe, oh cool, wer kommt denn da? Tja, hier stehe ich, aber ich möchte den ganzen Tag hier natürlich auch nicht alleine vor Ihnen präsentieren, sondern ich habe einen ganz großartigen Mann an meiner Seite. Begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Nils Hafner. So, und wir starten gleich in den Tag. Sie wissen ja, jede Veranstaltung hat so seine Spielregeln und ich versuche mal die Spielregeln dieses Tages Ihnen heute im Laufen schon deutlich zu machen. Sie wissen ja, Maslow, kennen Sie alle? Maslow, unterste Stufe der Maslow-Pyramide ist ja seit einigen Jahren, was Lisa? Wi-Fi. Wi-Fi. Sie haben ja alle Wi-Fi. Wer kein Wi-Fi hat, bekommt draußen noch einen Code für Wi-Fi. Das ist schon mal das Erste. Was ist die zweitunterste Stufe? Lass mich dir helfen, Lisa. Es ist Strom. Und Sie alle kennen die Situation. Sie sind auf so einer Veranstaltung, denken sich, was machen die Leute da vorne? Twittern, Facebooken, Instagram, Pinteresten. Heißt das Pinteresten, Jan? Pinnen. Genau. Ja, das ist gut, dass ich den Jan hier habe. Da weiß ich dann auch immer einigermaßen, wie ich mich auszudrücken habe. Sie wissen ja, Netiquette. So, also wenn Sie keinen Strom mehr haben, dann haben wir daran gedacht. Und zwar draußen an der Garderobe finden Sie Strom. So, und jetzt haben wir die beiden untersten Punkte der Maslow-Pyramide ja eigentlich auch schon abgearbeitet. Fehlt eigentlich noch was? Bei dem ganzen Thema Social Media, da würde ich jetzt nochmal sagen, es gibt natürlich auch einen ganz offiziellen Hashtag. Hashtag Marketinghorizonte, also fühlt euch frei, fleißig zu twittern, zu instagrammen oder auch bei Facebook einen Post abzusetzen. Das Schöne ist, Lisa ist praktisch die Stimme hinter dem, was wir hier auf dieser Folie gemacht haben. Für alle, die sich gefragt haben, was bitte ist ein Hashtag, der Schweizer sagt dazu Gartenhawk. Das ist sehr schön. Ich hab die zwei Jahre nicht verstanden, bis ich gemerkt habe, was die mir eigentlich sagen wollen. Der Hashtag, oder wie es in der Schweiz heißt, Gartenhawk. So, Maslow-Pyramide. Wir sind immer noch bei der Maslow-Pyramide. Versorgung, Entsorgung. Versorgung ist deutlich gekennzeichnet. Das haben Sie im Foyer alle gesehen. Wir haben Kaffee, wir haben kalte Getränke. Es gibt was zu essen. Entsorgung. Das ist speziell, das muss man ein bisschen erklären. Ja. Lisa, wo müssen die Damen hin? Ich hatte nämlich gerade ein ganz wunderbares Erlebnis. Wollte noch mal kurz vor der Konferenz, keine Angst, das artet jetzt nicht aus, auf die Toilette. Liebe Damen, wenn man jetzt hier gleich rausgeht nach rechts, da steht zwar WC drüber, aber es führt nur zu der Herrentoilette. Also wenn wir Ladies auch auf die Toilette gehen wollen, einfach einmal quer durchs Foyer, hinten rechts in der Ecke Treppe runter, da ist das Damen-WC. Alles super, es wird keine Verwechslungen, keine Missverständnisse geben. So, und wo die Jungs hin müssen, brauche ich ja jetzt nicht mehr zu sagen. Sie merken, wir beide sind total gut abgestimmt. Bleibt mir eigentlich nur, Sie zu konditionieren. Sie wissen, was Konditionierung ist? Konditionierung ist das, was meine Frau jeweils mit den Katzen von oben macht.
Wenn sie die Katzen von oben füttert, dann geht sie nach oben und um nachzuprüfen, ob die Nachbarn von oben tatsächlich weggefahren sind und nicht spontan wiedergekommen sind, klingelt sie einmal. So, das macht sie jetzt seit 3 Jahren und das führt dazu, dass jedes Mal, wenn sie klingelt, diese beiden Katzen von oben mit so, ja, so ein bisschen Spucke im Maul da schon vor der Tür stehen und gucken, oh, weil die wissen, es gibt jetzt gleich was zu fressen. So, das ist Konditionierung. So, und ich möchte Sie jetzt auch konditionieren, immer wenn Sie diesen Ton hören, dann geht's weiter. So, und es ist ganz wichtig, dass Sie auf diesen Ton hören, weil wenn nachher die Leute alle so reintröpfeln, dann macht das für denjenigen, der hier oben steht, überhaupt keinen Spaß, was zu erzählen. Und dementsprechend haben wir beide uns gesagt, wir möchten gerne Sie konditionieren. Das heißt also, achten Sie auf dieses Signal. Sie werden es im Laufe der Veranstaltung das ein oder andere Mal hören. Direkt in den Saal, gehen Sie nicht über los und ziehen Sie keine 4.000 Mark. Mark? Ja, es ist schön, Sie merken, jede einzelne Moderation ist abgestimmt. Sie sitzt. So, was wollen wir machen heute? Lisa, worum geht es hier heute? Es geht um Marketing, um die Zukunft des Marketings. Es geht um Führung, Markenführung, Lead or Die. Es geht darum, heute hier zu diskutieren, zu hinterfragen. Worum geht's noch, Nils? Und jedes Mal, wenn man über Zukunft redet, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man stellt sich hier oben hin und sagt, ich weiß, wo es lang geht. Das ist die nicht so gute Variante. Ich sage Ihnen auch mal, warum. Weil die meisten Leute wissen, das kann ja keiner voraussagen. So. Insofern möchten wir Ihnen und euch heute nicht die Zukunft erklären, sondern wir wollen über die Zukunft reden. Wir haben uns das eigentlich so ausgedacht, dass wir mit Fakten kommen, die Studie, die wir hier zusammen mit der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Marketing und Unternehmensführung vorbereitet haben, vorstellen, darüber uns unterhalten und dann sukzessive immer mal 20, 25 Minuten einen Input holen von jemandem, der, das sagt unser Vereinsname aus, Marketing zwischen Theorie und Praxis, von der Theorie kommt, von der Praxis kommt oder irgendwo dazwischen steht. Und darüber wollen wir eigentlich versuchen, uns dieser Zukunft anzunähern. Und ich denke, damit fangen wir gleich an. Ich habe es schon erwähnt, wir haben eine Studie für Sie vorbereitet. Und zwar haben wir diese Studie vorbereitet, zusammen mit einem ganz, ganz tollen Partner der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Marketing und Unternehmensführung. Und stellvertretend für diese Gesellschaft darf ich heute den Präsidenten begrüßen, Herrn Berstenbrücke. Und ich darf den Mann begrüßen, der das eigentlich alles mit uns ausgedacht hat. Von der Handelshochschule Leipzig, Professor Dr. Manfred Kirchgeorg. Manfred, kommst du bitte zu mir auf die Bühne. Und wenn wir beide uns was ausdenken, dann wird das hochgradig theoretisch. Da hast du dann 2 Professoren. Und die denken sich dann was aus, die machen dann eine Studie, reden darüber. Das finden ja die meisten Leute nicht so ganz erhaben. Und Sie wissen ja, beim Marketing, da geht es ja auch immer um was Erhabenes. So, und für das Erhabene haben wir damals eigentlich die Diskussion geführt mit dem damaligen Vorsitzenden von MTP, Tobias Thelen. Und Tobias, ich darf dich auch auf die Bühne bitten. Tobias Thelen, seit... Seit 5 Tagen ist er jetzt im Job, ist er nicht mehr Student. Er wird trotzdem versuchen, die studentische Seite hier so ein bisschen in der Diskussion mit uns beiden eigentlich darzustellen. Er ist jetzt bei der Isatus AG, unserem Veranstaltungspartner, und dort zuständig für Verkauf und das Key Account Management. Prima. Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal in die Vorstellung der Studie. Was haben wir denn... Ah, wir müssen das umstellen, gut. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt zusammen, Tobi? Das Mikrofon. So. Das Mikrofon, da verstehen Sie mich auch alle. Genau, wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Das war eine sehr spannende Geschichte Ende letzten Jahres. Im August hatte der Nils mich gefragt, lass uns doch mal zusammen zum Professor Dr. Kirchgeorg fahren nach Leipzig und eine Studie vom DMV diskutieren. In dieser Studie damals ging es um die Zukunft von Marketing und dass wir uns momentan einen sehr starken Umbruch befinden im Marketing. Und daraus haben sich viele Leitfragen gestellt, wie zum Beispiel, okay, wo führt denn dieses Marketing eigentlich hin und wer macht das überhaupt? Es war die Rede von neuen Helden des Marketing, die Marketing neu definieren müssen, die klassisches Marketing zusammen mit den neuen Methoden, die wir mittlerweile haben, kombinieren und daraus was ganz Neues zu schaffen, das neue Marketing.
Und während unserer Diskussion ist uns aufgefallen, wer sind denn überhaupt diese neuen Helden des Marketing? Wer sind, bin das ich, seid das ihr? Wir haben es nicht gewusst. Und was müssen die eigentlich können? Was wird eigentlich von denen erwartet? Und genau das war der Aufhänger, wo wir gesagt haben, okay, wir machen zusammen eine Studie. Wir haben MTP mit einem sehr großen Studierendennetzwerk und wir haben die wissenschaftliche Gesellschaft mit einem sehr großen Professional-Netzwerk, wo sehr viele CEOs sitzen, die wir auch begrüßen dürfen jetzt hier an diesen zwei Tagen. Und genau da haben wir gesagt, lass uns doch die Marketinghorizonte machen zu diesem Thema. Die Marketinghorizonte, die seit Jahren von MTP ausgerichtet wird und die seit Jahren für den Inhalt von MTP steht, als Sprachrohr fungiert, damit wir nach außen kommunizieren, wie wir Marketing empfinden. Und um das jetzt eigentlich darzustellen, haben wir eine Umfrage gemacht. Ich glaube, wir setzen uns jetzt mal hin und schauen uns einfach mal an, was ergibt uns diese Umfrage. Bitte, lieber Manfred. Ja, erstmal möchte ich alle begrüßen und die MTPler, vor allem ganz tolle Veranstaltungen, die Sie hier organisiert haben. Ich hatte in Münster studiert und 1983 irgendwie kam Marketing MTP auch auf mich zu. Und das war ein schönes Ereignis, schöne Zeit. Und seitdem her hat sich ja vieles getan. Und ich würde Ihnen jetzt gerne einmal vorstellen, das, was Nils, du gerade angesprochen hast und Herr Thelen. Wir haben eine Befragung durchgeführt, Zukunft der Marketingdisziplin. Wir wissen, das Marketing hat sehr unterschiedliche Phasen in den letzten Jahren erlebt. Und ich möchte mal ganz kurz durch die Präsentation hier durchführen. Wir haben in der Befragung, und Sie werden das gleich sehen, drei Zielgruppen befragt. Einmal sind es Studenten, hier 400 Studenten aus der Disziplin und Sie sehen weiblich und männlich, naja, der Anteil der Weiblichen ist bei 56%, männlich 44%. Dann sehen wir Bachelor in der Mehrzahl, Masterkandidaten ungefähr ein Drittel und wir haben zu 80% Universitätsvertreter hier, Studenten, die an der Universität studieren und der Rest an den Fachhochschulen. Durchschnittsalter 24. Was mich sehr freut, wir haben Führungskräfte einbeziehen können. Sie sehen das hier, 139. Und hier sehen Sie interessanterweise schon, der Anteil der weiblichen Führungskräfte ist geringer, mit 32%. Dann sehen wir, dass der Hintergrund dieser Führungskräfte Diplom-, Master-, MBA-Kandidat ist. 6% haben Promotion und 80% von der Universität her kommend. Das Durchschnittsalter liegt höher als bei den Studenten, also 39 Jahre. Ich freue mich auch, dass wir ausgewählte Mitglieder der wissenschaftlichen Gesellschaft, unter anderem Herr Bersenbrügger, aber auch andere, einladen durften, einmal ihre Expertise hineinzugeben. Wir haben 21 Top-Führungskräfte, CEOs, in der Studie mit drinne. Und hier sehen Sie etwas Interessantes, da haben wir nur noch 5% weibliche Vertreter in diesem Pool drinne und der Rest ist männlich geprägt. Wir sehen gerade auf der CEO-Ebene auch stark, dass dort die Promotion zum Vorschein kommt bei 65% der entsprechenden Teilnehmer. Das Durchschnittsalter ist 41 Jahre alt, das heißt wir haben jüngere und ältere Führungspersönlichkeiten hier auf der CEO-Ebene zusammengenommen. So, was haben wir denn befragt? Und Herr Thelen, Sie haben schon gesagt, als wir letztes Jahr zusammengesessen haben, da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich jetzt mal wissen, wie denn die Studenten, aber jene, wenn ich denn in die Praxis gehe, die Zukunft des Marketing einschätzen, aber auch den Status quo und wo wir uns hinbewegen. Wir haben folgende Inhalte, die ich gleich kurz mal reflektieren werde und wir werden zu jedem Inhalt kurz mal auch hier vorne gemeinsam das reflektieren. Wie ist der Stellenwert des Marketings in der Praxis? Wird Marketing in der Praxis weiterhin gebraucht in den nächsten Jahren? Zweitens, was verstehen wir denn überhaupt unter Marketing? Wie charakterisieren wir das? Drittens, Marketing, viele Funktionen sind am Kunden dran. Müssen wir heute mehr koordinieren als früher? Und die Frage ist, wer macht es dann? Dann geht es weiter und eine Frage, was sind die zukünftigen Inhalte, die eigentlich mit der marktorientierten Unternehmensführung verbunden werden? Auch als Hinweis darauf, wie müssen wir uns dann im Studium als Hochschullehrer, Kollege Skira ist ja auch hier Schirmherr der Veranstaltung, wie müssen wir uns darauf einstellen, um diese zukünftigen Anforderungen letztendlich zu bedienen?
Dann sehen Sie unter fünftens die zukünftigen Inhalte im Marketingstudium. Was ganz konkret wird denn gewünscht? Und wir haben in dem zweiten Teil der Befragung einmal gefragt, warum wählt man denn Marketing im Studium? Warum setzt man sich damit auseinander? Und ich schätze mal, viele von den Studierenden haben diese Entscheidung ja getroffen, sich mit Marketing intensiver auseinanderzusetzen. Siebtens, Fächerkombination für das Marketingstudium und wie weit kann Marketing eigentlich zur Begegnung von großen Zukunftsherausforderungen einen Beitrag leisten? Ganz abschließend haben wir noch gefragt, wie ist denn das Bild des Marketings in der Öffentlichkeit? Und ich will nicht vorweggreifen, aber ich glaube, wir haben einige spannende Ergebnisse vor uns. Und ich würde jedes Ergebnis einmal vorstellen und dann reflektieren wir gemeinsam die entsprechenden Erkenntnisse. Eine Frage, die erste Frage, wie würden Sie allgemein den Stellenwert des Marketing in der Unternehmenspraxis heute einstufen? Heute. Sie sehen jetzt immer drei Profile. Eines sind die Studierenden, dann die Führungskräfte und dann die CEOs. Jetzt sehen wir einmal die Studierenden. Das heißt, wir sehen in der Tendenz von Ihnen aus gesehen links, haben wir in hohem Maße die Antworten liegen. Das heißt, die Studierenden sagen, das Marketing wird in der Praxis eigentlich wichtiger. Wie sehen das jetzt die Führungskräfte? Was glauben Sie? Sie sehen es so. Gar nicht so weit weg. Wir sehen auch stark, dass eine zunehmende Bedeutung dem Marketing zugedacht wird. Teils etwas höher ausgeprägt bei den Studenten. Wie sieht das denn jetzt die Geschäftsleitung? Wie sieht das der CEO, der über allem drüber steht? Was glauben Sie? Hier das Ergebnis. Wir sehen hier eine hohe Übereinstimmung mit den Führungskräften und letztendlich können wir doch das Fazit ziehen anhand dieser Frage zunächst einmal, dass alle Beteiligten hier im Saal, Studenten, CEOs und Führungskräfte, den Stellenwert des Marketings in der Praxis eigentlich wichtiger einschätzen in den nächsten Jahren. Ich lasse es mal gerade so stehen. Heißt dann aber auch, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Und das ist ja schon mal die gute Nachricht für alle, die hier sitzen. Das ist ein wertvoller Tag, den wir heute uns eigentlich anschauen miteinander. Also was wichtig ist, muss auch gepflegt werden, ja. Er hat mich ja an dieser Folie eigentlich überrascht, dass die Studierenden das eigentlich noch positiver einschätzen als die Fach- und Führungskräfte. Ist das noch so der jugendliche Idealismus, respektive ist man dann vielleicht nachher vielleicht etwas desillusioniert? Was meinst du, Tobi? Der Punkt ist vor allen Dingen spannend, wenn wir uns später mal anschauen, wie denn eigentlich von den Studierenden die Jobwünsche später aussehen und wie das da im Marketingbereich aussieht. Das ist nämlich sehr abweichend von denen eigentlich, was wir jetzt gerade hier sehen. Und gerade das finde ich sehr spannend. Jeder hier findet Marketing wichtig für die Zukunft, was gut ist, sonst wären die meisten arbeitslos von den Anwesenden. Wir müssen uns halt nur mal anschauen, okay, wird es nur für wichtig empfunden oder wollen wir es tatsächlich auch machen? Und das ist eine sehr spannende Fragestellung, die wir jetzt gleich auch noch klären werden. Wenn denn Marketing wichtig ist, dann stellt sich die Frage, was ist es denn? Das sollten wir ja beantworten können. Und hier ist es interessant, sich einmal die Ergebnisse anzuschauen. Und der Professor Meffert nickt gerade. Wir haben ja auch viele Studien in Münster und mit der wissenschaftlichen Gesellschaft durchgeführt. Was ist das Marketing? Und Sie sehen jetzt das nächste Ergebnis. Und zwar zunächst einmal wieder gleich die Profile. Also ist Marketing Werbung? Ist Marketing eine Abteilung in einem Unternehmen? Oder ist Marketing mehr eine Aufgabe der Unternehmensführung? Könnte man Marketing nicht in die IT-Abteilung auslagern, gerade mit der zunehmenden Digitalisierung? Oder ist Marketing primär Produkt- und Kundenmanagement und Vertrieb, also an der Front zum Kunden dran? Was ist es denn jetzt eigentlich? Jetzt lassen wir mal die Studenten sprechen. Schauen Sie mal, das ist es. Also, so richtig, unsere lieben Studentenvertreter, so richtig was Marketing ist, aus allem ein bisschen was. Das kann natürlich robust sein, aber die Frage, ist das tatsächlich was? Jetzt fragen wir mal die Führungskräfte, was haben wir denn hier? Schauen Sie mal, hier kommt zumindest ein Profil raus, das heißt, wir sehen links und rechts etwas.
Führungskräfte verbinden das Marketing stark als Aufgabe der Unternehmensführung. Ja? Also hier ist es dieses kundenorientierte Denken aus der Unternehmensführung heraus zu gestalten. Und wir sehen, es ist weniger an die IT-Abteilung auszulagern. Da bin ich ja froh. Aber vielleicht sehen die CEOs das anders. Vielleicht sagen die Marketing, das lagern wir jetzt in die IT-Abteilung aus. Wollen wir mal gucken? Aha. Also hier sehen wir nochmal ganz klar, dass bis auf jene, die im Studium sich mit der Disziplin auseinandersetzen, die Führungskräfte und auch CEOs doch eine ganz klare Verortung des Marketings haben. Es hat ganz stark mit einer Führungsfunktion zu tun, die letztendlich auf Augenhöhe mit den anderen Disziplinen die Stimme des Kunden innerhalb des Unternehmens erhebt. Ich möchte auch das mal kurz hier zur Diskussion. Es sind eigentlich zwei Dinge, die mich bewegt haben, als ich das erste Mal gesehen habe. Das eine ist eigentlich dieses, Profil kann man es ja fast noch nicht nennen, der Studierenden, dass da also auch eine hohe Unsicherheit vorherrscht. Was ist denn eigentlich Marketing? Und was bedeutet eigentlich Marketing für mich auch auf einer inhaltlichen Ebene? Und das ist etwas, ich vertrete ja bei MTP auch die Alumni, das ist etwas, was wir im Beruf stehen, auch ganz häufig bei den Studierenden sehen, dass da noch ganz viel Definitionsarbeit geleistet werden muss. Worüber redet man denn eigentlich? Zum anderen glaube ich, dass wir jetzt hier eigentlich sehr spitze Fragen gestellt haben. Und ich habe mir gerade eben mal die Freude gegönnt, Silke Otte, die eine große Marketingabteilung führt, zu beobachten, als du das da vorgelesen hast. Hier kann immer mehr in die IT-Abteilung integriert werden. Ich denke, da haben wir natürlich auf der einen Seite den Anspruch des Marketing, dass das eben halt nicht passiert, auf der anderen Seite aber natürlich einen hohen Grad an Abhängigkeit. Das heißt, wir müssen definieren, was bedeutet denn Digitalisierung für uns? Und was müssen wir denn hier eigentlich tun, um eben halt das zu verhindern, dass letztendlich gesagt wird, Offline-Marketing gerne, das könnt ihr gerne noch machen, aber online, das hat ja irgendwas mit Computern zu tun, also gibt es den IT-Jungs. Mhm. Das ist ja schwierig und das ist durchaus eine Bedrohung. Und ich glaube, das ist auch etwas, worüber wir heute mit den Experten, die wir hier eingeladen haben, ganz gut reden können. Mhm. Herr Thiel, nochmal, das ist ja Ihr Profil in Anführungszeichen. Ja? Was verbirgt sich dahinter? Also meins nicht, hoffe ich jetzt einfach mal. ich war tatsächlich schockiert, als ich dieses Chart gesehen habe. Es sieht gerade so aus, ich befinde mich genau in der Situation, wo viele von den Studierenden unter uns hier bald stehen werden. Ich habe letztes Jahr im August meinen Bachelor gemacht, war dann ein Jahr nationaler Vorsitzender vom MTP-V und bin jetzt gerade, das ist heute mein vierter Arbeitstag, schöne Möglichkeit, den so zu gestalten. Und genau hier habe ich mir gedacht, okay, wie war das denn eigentlich bei meinem Studium? Und tatsächlich ist es so, man kriegt sehr viele Instrumente während des Studiums beigebracht, wie funktioniert Marketing, was für Instrumente kann man nutzen und wie funktioniert Marketing im Betrieb. Aber die Definition von Marketing, das wird viel zu kurz behandelt im Studium. Ich glaube, viele von uns wissen gar nicht, wie facettenreich Marketing ist. Viele denken, okay, Marketing ist Werbung, Punkt. Und viele wissen gar nicht, wie facettenreich ist und was man alles mit Marketing machen kann, wie wir es genau definieren müssen. Und ich hatte vorhin die Frage gestellt, okay, seid ihr Studierende, die heute hier sind, vielleicht diese neuen Helden, die Marketing neu definieren sollen? Wie können wir es neu definieren, wenn wir noch gar nicht wissen, was es aktuell ist? Herr Thiel, vielen Dank, das trifft es auf den Punkt, wenn man das mal betrachtet. Wir werden ja gleich über Inhalte reden und da wird es konkreter. Aber letztendlich haben wir so viel Inhalte innerhalb des Unternehmens und innerhalb unseres Studiums, mit denen wir uns auseinandersetzen könnten. Und die Frage ist, was ist die große Klammer dieses allen? Und ich glaube, wir werden das heute sicherlich diskutieren müssen. Kann es sein, dass wir im Marketing es nicht mehr auf Augenhöhe sind. Die Praktiker sehen das anders. Aber dass wir auf Augenhöhe in der Unternehmensführung sind. Und ich möchte eine Sache nehmen, die uns alle sehr bedrückt. Aber wenn es so ist, dass in einem großen Weltkonzern gelogen wird gegenüber dem Kunden, wenn man ihm offen in die Augen schaut, über Jahre hinweg, dann muss doch etwas irgendwo in der Führung eines Unternehmens nicht angekommen sein.
Das heißt, wo sind die Fürsprecher der Kundenorientierung bei ganz grundlegenden, wichtigen Entscheidungen? Auf der Strategieebene, aber auch im Controlling. Nochmal, das Thema Augenhöhe und Kundenorientierung werden wir sicherlich mit dem Marketing auch nochmal auf dieser Veranstaltung hier diskutieren müssen. Heißt das, lieber Manfred, dass wir uns mal als allererstes damit beschäftigen müssen, warum soll denn jetzt ein junger Mensch ins Marketing gehen? Oder heißt das, dass wir uns damit beschäftigen müssen, was sind denn eigentlich die Themenbereiche und Aufgaben, um so etwas eigentlich früher oder später auch durch eine Kultur zu verhindern? Ja, das kommt eben genau in dem Aspekt, dass Führung mehr als Funktion ist zum Tragen. Das heißt, diesen breiteren Blick, dass wir den mitnehmen, und jeder Student, der Marketing als Schwerpunkt hat, hat ja auch noch andere Kombinationen zu belegen. Und ich glaube, wir sind langsam bei aller Spezialisierung gefordert, wieder die Breite und die Grundorientierung, die marktorientierte Grundorientierung wieder hochzuheben und nicht in Funktionsspezialisten zu zerfallen und keiner weiß mehr, was eigentlich insgesamt gemacht wird. Ich möchte mal weitergehen, und zwar inwieweit wird eine übergeordnete koordinierende Marketingfunktion in der Zukunft wichtiger? Knüpft genau an dem an, was wir gerade gesagt haben. Aber derjenige, der koordiniert, der muss das, was er koordiniert, kennen. Das sind die Meinungsbilder der Studenten, der Studierenden. Hier haben wir die Führungskräfte. Und hier haben wir die CEOs. Interessant auch hier wieder, dass wir sagen, wir müssen uns mehr bei allen drei Zielgruppen, interessanterweise auch bei den Studenten, das Thema der Koordinationsfunktion vor Augen führen. Das heißt, wir müssen das Gesamte betrachten und nicht das Detail, die fragmentierte Landschaft, wie wir den Kunden bedienen. Wollen wir hier noch, gibt es hier noch ein Statement, Herr Thien? Ja, vielleicht noch ein Statement, was ich hier sehr interessant finde. Wir haben gerade eben gesehen, gerade CEOs als auch Marketingfachführungskräfte haben ganz klar gesagt, im Profil des Marketing, Marketing gehört zur Unternehmensführung. Jetzt sehen wir hier aber die starke Ausprägung, okay, Marketing wird als koordinierende Funktion immer wichtiger. Und jetzt haben wir schon wieder genau den Zwiespalt. Ist es denn jetzt eine Koordinationsfunktion oder ist es Funktion der Unternehmensführung? Ist das vielleicht miteinander kombinierbar? Das ist genau die Sache. Die Frage, die wir uns stellen sollen. Da könnten wir an Herrn Bersenbrügger auch die Frage nachher weiterleiten. Das heißt, ist nicht Unternehmensführung eigentlich Koordination in hohem Maße? Ja, also ist das letztendlich stark miteinander verknüpft? Und schon ergibt sich ein roter Faden durch die Veranstaltung. Ich bin ja froh, dass du mir da die Arbeit abnimmst. Das ist schön. Ja. So, jetzt steigen wir mal tiefer ein. Also halten wir mal fest, was wir jetzt gesehen haben. Also wir haben eine Führungsfunktion, die hier wichtiger wird. Wir sehen aber auch, dass wir gar nicht so recht wissen, was sich dahinter verbirgt, insbesondere bei jenen jungen Talenten, die an den Universitäten sind. Jetzt gehen wir mal tiefer rein und fragen, wir haben eine Liste von Inhalten vorgegeben, haben wir gemeinsam gearbeitet, das ist jetzt viel. Also wenn Sie mal auf die linke Seite schauen, dann verbirgt sich da, wenn Sie von oben nach unten runtergehen, so ein bisschen die Entscheidungsorientierten. Wir starten mit der Situationsanalyse, mit der Marktforschung, heute Big Data. Dann gehen wir in die Strategie rein. Dann kommt noch dann das strategische Controlling mit hinein und dann gehen wir in die Marketingbereiche hinein, teilweise etwas übergreifend. Das heißt, die 4 Ps haben wir hier mal abgebildet, etwas differenzierter. Und Sie sehen unter Werbung offline und online nochmal so ganzheitlichere Ansätze wie Direktmarketing, Social Media Management, Multi-Channel Management, Mobile Marketing und ganz unten die letzten 4 Kategorien, das sind so sektorale Aspekte. Also Marketing für Non-Profit-Organisationen, Marketing mal für die ältere Generation. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Studierenden eigentlich diese Inhalte werten, was wird bis 2020, was erwartet man, wird wichtiger, was wird unwichtiger. Schauen wir uns das mal an. So. Also das ist das Profil zunächst mal der Studierenden. Und wir interpretieren das gleich mal im Zusammenhang mit denen der Führungskräfte und der CEOs. Schauen Sie sich das mal an.
Oh. Ja, jetzt muss man sagen, was ist denn da passiert? Wie gut sind denn unsere Studenten, insbesondere von MTP, mit der Praxis vernetzt? Haben die sich abgesprochen? Wir sehen ja fast, es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich finde das beeindruckend, wie übereinstimmend hier junge Menschen an den Hochschulen und Führungspersönlichkeiten das werten. Aber die CEOs könnten ja jetzt ganz woanders liegen. Wollen wir mal gucken? Aha. Also was man hier zunächst einmal sieht, ist, wir haben bei allen drei Gruppen eine relativ klare Vorstellung davon, auch übereinstimmende Vorstellung davon, was wir in den nächsten 5 Jahren als wichtiger oder unwichtiger einschätzen. Tendenziell liegen die Profile eher rechts, das heißt, wir kriegen mehr Inhalte, die wichtiger werden. So. Und bevor ich das an meine beiden Diskutanten hier weitergebe, vielleicht mal 2, 3 Hervorhebungen. Was wir sehen, und ich glaube, kann man das hier oben sieht man das. Also wir sehen das Thema der Digitalisierung, hier oben Big Data Analysen, im Zusammenhang mit Customer Relationship Management. Und wenn wir mal etwas runtergehen hier, das was hier oben liegt, das sind das alles die Vernetzungsaspekte, Social Media, Multi-Channeling. Das schlägt voll durch, das sehen wir in den nächsten 5 Jahren. Das wird kommen. Das ist auch nicht verwunderlich, aber dass es in dieser homogenen Sicht dabei ist. Gehen wir mal eben auf die andere Seite rüber, wo wir sehen, in der klassischen Werbung hier dann doch eine geringere Bedeutung in den nächsten Jahren. Wir sehen, wenn wir das hier mal anschauen, auch im Direktmarketing etwas weniger Bedeutung. Und wir sehen, dass die Führungskräfte, die CEOs hier, aber auch die anderen in der Tendenz, das sektorale Marketing in dieser Studie nicht so hoch bewerten. Da müsste man vielleicht auch in die einzelnen Sektoren mal hineingehen. Das ist die Tendenz. Fazit aus meiner Sicht, die Digitalisierung schlägt sich in den zukünftigen Inhalten der Marketingdisziplin nieder. Nils, jetzt ist natürlich das eine, was man liest, und jeder von uns ist ja damit konfrontiert, mit Fachartikeln zu diesen Themen Digitalisierung, Big Data, Customer Relationship Management. Und das andere ist natürlich dann die persönliche Umsetzung. Und das ist sicherlich die Diskrepanz auch zu dem, was wir vorhin gesehen haben, wenn wir die Profile verglichen haben in der ersten und zweiten Frage. Wir haben einen Eindruck davon, was wird wichtig in der Zukunft. Die andere Frage ist aber, was heißt das denn jetzt für mich? Was muss ich denn jetzt können? Was muss ich denn jetzt lernen? Was muss ich denn jetzt an Fähigkeiten erwerben, um dafür tatsächlich fit zu sein? Und ich glaube, wenn wir da uns mit beschäftigen über den Tag heute, haben wir einen relativ hohen Mehrwert mit dieser Veranstaltung geschaffen für jeden Einzelnen, um nicht nur zu sagen, was ist wichtig. Da muss ich eine Zeitung aufschlagen und das sehe ich. Also insofern, ja, liebe Studierende, liebe Führungskräfte, liebe CEOs, ihr könnt lesen. Ihr habt das, was momentan in den Zeitungen, Zeitschriften gesehen, gelesen. Richtig, jetzt die Frage der Umsetzung. Das wird das, was mich eigentlich daran interessiert. Gerade zur Umsetzung ist es auch ganz interessant, wenn man mal die universitäre Lehre damit vergleicht. Ich komme gerade frisch aus dem Studium und wie es bei mir war, ich habe alles über das klassische Marketing gelernt, wie eigentlich Social Media Marketing funktioniert, was Big Data Analysen eigentlich wirklich sind. Das hat man uns nicht beigebracht. Meine Kenntnisse, die ich dadurch habe, habe ich durch MTP. Warum weiß ich, dass es wichtig ist? Ich bin auch, wie viele von euch, von der Generation Y. Und wir werden tagtäglich mit diesen Themen konfrontiert. Deswegen wissen wir, das sind die Touchpoints. Hier werden wir angesprochen. Hier können wir angesprochen werden. Aber können wir das auch nutzen? Ich denke momentan noch nicht. Und da muss sich einiges in der universitären Lehre einfach ändern. Herr Thelen, Ausrufezeichen, weil die jungen Talente, die jetzt kommen, die müssten es ja eigentlich inhaliert haben. Ja. Wollen wir uns mal anschauen, wie denn jetzt das gespiegelt wird, was wird denn in den nächsten Jahren im Studium besonders erwartet? Ja? Und da spiegelt sich eigentlich das wieder, was Sie hier gesagt haben. Gucken wir das mal an. Also welche Inhalte sollten im Marketingstudium verstärkt bzw. verringert behandelt werden? Wieder aus der Sicht der Studierenden, die gerade darin stecken in dem Studium, Führungskräfte und CEOs. Gucken wir uns das mal an. So,
Also in der Tendenz sehen wir, dass die Digitalisierung durchschlägt, auch oben bei Big Data. Wir sehen auch hier unten einen stärkeren Ausschlag. Interessanterweise bei den Studierenden noch mehr das Thema Marketing für arme Menschen, Non-Profit-Marketing, Senioren-Marketing. Auch hier wünscht man sich sektorale Perspektiven. Wie sehen das denn jetzt die Führungskräfte? Aha, da sagt man, die sektoralen Vertiefungen, vielleicht auch, weil wir hier nicht diese Sektoren in den Führungskräften so stark reflektieren, haben sie nicht so wichtig, das größte Gap. Und wir sehen hier oben, beim Big Data sind wir uns einig und hier sehen wir noch etwas stärker den Bereich des Social Media, der digitalen Kommunikation ausgeprägt. Die anderen Punkte, wie das Thema Controlling, Strategie, wie gesagt, wichtiger, aber nicht in der starken Ausprägung. Jetzt gucken wir uns mal die CEOs an, die von oben letztendlich auf diese Aspekte draufschauen. Und hier sehen wir, die sektoralen Aspekte werden weniger in den Mittelpunkt gerückt. Wir sehen auch wieder hier ganz stark das Thema digitale Kommunikation und das Thema der entsprechenden Big Data Analysen sollte mehr gemacht werden. Wir sehen auch nochmal hier, dass bei dem Thema Kommunikationsmanagement etwas stärker die CEOs sagen, das ist wichtiger. Was wird weniger wichtig? Hier das Thema der klassischen Kommunikation, die nicht so stark im Vordergrund steht. Ja, da eigentlich bestätigt sich Ihre These, Herr Thelen, oder? Absolut. Was ich vor allen Dingen noch sehr interessant finde, natürlich Big Data, wir wollen es alle lernen, damit wir es alle nutzen können. Sehr interessant ist, wenn wir uns mal anschauen, warum wollen wir denn sowas wie Seniorenmarketing lernen und warum sehen CEOs und Führungskräfte das eigentlich nicht? Ich denke, das liegt auch mit der Digitalisierung zusammen, weil Studierende einfach begriffen haben, dass Seniorenmarketing in diesem speziellen Sektor wird sich auch komplett ändern. Senioren muss man in ein paar Jahren anders ansprechen, als es aktuell noch der Fall ist, weil die Senioren von morgen mit den digitalen Themen aufgewachsen sind. Und das finde ich sehr spannend, warum denn eigentlich die Führungskräfte und CEOs das nicht so einschätzen oder es vielleicht auch nicht so sehen. Also das Schöne ist, dass wir jetzt hier endlich mal Diskrepanzen haben zwischen dem, was die Studierenden und die Führungskräfte und die CEOs sehen. Das liegt natürlich auch an der Perspektive, dass man in einer bestimmten Aufgabe steht. Und ich denke, was wir momentan in Bezug auf den digitalen Wandel sehen, beschäftigt uns alle so stark, wenn wir in Verantwortung in einem Unternehmen stehen, dass es ganz, ganz schwer fällt, an andere Dinge ganz differenziert zu denken. Wir sind hier mit einer Disruption konfrontiert in den meisten Branchen. Und wir werden das nachher in unserer dritten Podiumsdiskussion ja auch noch sehen, dass wir hier eigentlich fundamentale Veränderungen haben, die zum Teil eine Anpassung des Geschäftsmodells erfordern. Ja. Und insofern glaube ich, dass das, was ich in der letzten, zur letzten Frage eigentlich gesagt habe, dass all die Leute, die befragt worden sind, ja sehr gut lesen können und sich mit Trends auseinandersetzen. Das eine ist aber die wirkliche Berührung ist natürlich bei jemandem, der heute in diesen Zeiten ein Unternehmen leitet, wesentlich stärker gegeben als bei jemandem, der noch die volle Breite, das volle Spektrum, das ist ja das Tolle, wenn man studiert, man hat die volle Breite und das volle Spektrum der Themen noch zur Verfügung. Das ist, glaube ich, der Kernunterschied, den wir hier sehen. Es ist eine andere Perspektive. Umso stärker, Nils, ist nochmal, wenn wir denn neue Inhalte bekommen, wenn Disruptionen Platz greifen, ist es umso wichtiger, dass sich eine Disziplin richtig verortet. Vom Grundverständnis her. Und wir sehen ja, und da haben wir ein Problem, dieses gerade Profil bei den Studierenden. Also umso wichtiger, dass wir nochmal das Thema der Kundenorientierung, der Marktorientierung hier in den Blick nehmen, in die Schärfung nehmen. Ja. Ich möchte mal weitergehen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit in unserer gemeinsamen Diskussion hier. Von daher drei, vier Ergebnisse nochmal zum Schluss. Ausgehend davon, dass eigentlich wir im Studium jetzt mehr erwarten. Da kommt noch mehr obendrauf. Da müssen wir, Herr Skira, gucken, wie wir das eigentlich reinkriegen ins Curriculum. Oder haben wir schon drin? Das ist, müssen wir eben gucken. Hier jetzt mal die Frage, ja, was sollte denn ein Student, der sich mit Marketing auseinandersetzt, was sollte der eigentlich für Gründe anführen? Oder was sollte der für Interessen haben? Gucken wir uns das mal an. Das sind die Studierenden.
Das sind die Dinge, die Sie im Vordergrund sehen. Also hier, passt zu meiner Persönlichkeit, also fit zur Persönlichkeit. Hier auch nochmal, dass man letztendlich Marketing ist, Treiber von Entwicklung und Analyse von Kundenverhalten. Das ist das, was man, mit dem man sich gerne auseinandersetzen möchte. Weniger ist es Promotionsmöglichkeit, weniger ist es das Thema, ich gucke mal hier, ist es Zukunftsorientierung, Kennzahlen, Ergebnis und Kennzahlenorientierung hier. Das, zukunftsorientiertes Fach, das ist unwichtiger, dass man dieses Thema hat und hier diese Karriereperspektiven eigentlich gar nicht so stark ausgeprägt. Gucken wir uns das mal an bei den Führungskräften. Tendenziell ähnlich, gucken wir uns das mal an bei den CEOs. Aha. Marketing ist besser als sein Ruf, oder? Marketing ist besser als sein Ruf. Auch das könnten wir mal gebrauchen. Zumindest, wenn Sie sehen hier unten, schauen Sie mal hier an, die Karriere-Job-Perspektiven, die CEOs, ups, jetzt ist es alles weg, die CEOs werten dieses, und Sie müssen es ja, weil Sie vom Unternehmen holistisch letztendlich den Blick auf alles haben, Sie müssen es ja relativ gut einschätzen können. Das stimmt eigentlich positiv. Das stimmt positiv und vor allen Dingen ist es ja offensichtlich wichtig, dass wir da jetzt auch die Vorstellung wieder ein bisschen anpassen, also dieses Marketing zwischen Theorie und Praxis leben, indem wir genau solche Dinge auch mal publizieren. Mhm. Herr Thelen, nochmal, das ist das, was Sie, warum Sie Marketing gewählt haben, spiegelt sich das in dem Profil wieder? Absolut. Marketing passt ebenfalls zu meiner Persönlichkeit. Die Frage jetzt aber, wenn man überlegt, dass ich jetzt ein Sales Consultant bin, warum bin ich nicht ins Marketing gegangen? Tatsächlich ist es so, und das sieht man auch hier ganz schön, Jobperspektiven und Gehaltsperspektiven werden von den Studierenden sehr schlecht bewertet. Und es liegt daran, es wird an der Universität tatsächlich teilweise so kommuniziert. Mit Marketing verdient ihr kein Geld. Und deswegen wollen viele Studierende nicht ins Marketing gehen. Das ist meiner Meinung nach. Und genau das ist ein grundsätzliches Problem, weil das sollte nicht Treiber davon sein, nicht einen Bereich zu wählen, der vielleicht zu seiner Persönlichkeit passt. Das sehen wir vor allen Dingen, wenn wir uns nochmal anschauen, wie viele von den Befragten eigentlich ins Marketing gehen wollen. Die Zeit drängt, deswegen nochmal ein Blick, den kommentieren wir jetzt mal mit, den nehmen wir mal mit. Das heißt, wie muss denn das Marketing kombiniert werden im Studium mit anderen Fächern? Das ist immer die Frage, was nehme ich mit dazu? Hier sehen wir einmal die Sicht der Studierenden, wobei das Thema Unternehmensführung, internationales Management und wir haben Forschung und Entwicklung und Innovationsmanagement und Entrepreneurship. Interessante Kombinationen sind, die hier gewählt werden oder präferiert werden. Wir sehen, das unterscheidet sich gar nicht so stark und wir sehen auch hier eine hohe Übereinstimmung. Die Frage, wie wir dann mit diesen Kombinationsmöglichkeiten auch die digitalen Inhalte abbilden, die müssen wir uns stellen und werden wir sicherlich im Laufe des Tages betrachten. Ja, das ist eine Fragestellung, die mich ausgesprochen bewegt hat, weil ich habe mir die Frage gestellt, ist ja toll, wir wissen jetzt Big Data, Digitalisierung, das wird alles wichtiger. Wir wissen auch, das sollte im Studium eigentlich mehr gemacht werden. Aber jetzt, was mache ich denn selber? Oder welche Empfehlung würden wir geben? Also eigentlich ist das ja ein schizophrenes Ergebnis. Da empfehlen wir ja Studierenden, kümmert euch nicht darum und werdet noch abhängiger von anderen. Also ich weiß nicht, ob ich mich da transportieren kann, aber das halte ich für eine ganz große Problematik. Und das würde ich dann auch, wenn wir jetzt die Studie dann auch auf den Markt bringen, entsprechend kommentieren wollen. Die analytische Komponente hier oben wird im Verhältnis zu den anderen Themen eher noch nicht so stark gesehen. Ja? Also das sieht man an der Stelle. Ich möchte jetzt einfach mal hier eben rübergehen und komme zum Ansehen des Marketings nochmal in der Öffentlichkeit. Wie ist denn das Marketing nun zunächst mal in Unternehmen und wie in der Öffentlichkeit. Und hier sehen wir Folgendes abschließend. Man sagt insgesamt, wenn wir das mal anschauen, teils bis gut und sehr gut ist das Marketing in Unternehmen ausgeprägt. Jetzt wollen wir mal gucken, die drinne sind, was sagen die denn? Nun denn, das stimmt zufrieden, dass eigentlich Führungskräfte sagen, tendenziell können wir sagen, 85% sagen, das Marketing ist gut bis sehr gut im Unternehmen angesehen. Die CEOs, haben die einen anderen Blick? In der Tendenz stützen sie das? Teils. Jetzt gehen wir mal in die Öffentlichkeit. Das heißt, gefragt, wie sieht denn die Öffentlichkeit, also nicht
wie wird das nicht im Unternehmen gesehen, sondern in der Öffentlichkeit. Und hier sehen wir letztendlich, dass doch jene, die mit Marketing in der Öffentlichkeit konfrontiert werden, anscheinend ganz stark von Führungskräften, CEOs, aber auch wahrgenommen werden. Das heißt, das Bild des Marketings, der Marketingdisziplin in der Öffentlichkeit ist nicht so gut, wie wir es eigentlich innen leben. Das ist natürlich auch eine kulturelle Komponente. Wir haben das mal untersucht und haben etwa 70 Tiefeninterviews geführt. Mhm. Und haben dort eigentlich mal geschaut, wie ist eigentlich Marketing und auch Verkauf in der Gesellschaft verankert. Und das Spannende war, etwa die Hälfte der Befragten hatten von ihrer Mutter, und deswegen ist das eigentlich auch so, die Mutter ist schuld, die Kultur ist schuld, das Land ist schuld, gehört, mach bloß nicht die Tür auf, wenn ein Fremder davor steht. Der will dir ja bloß was verkaufen. Mhm. Das ist ja nur Werbefernsehen. Die wollen dir ja bloß was verkaufen. Und diese Aussage, der will dir ja bloß was verkaufen, ist etwas, was jeder von uns schon gehört hat. Spannenderweise gehen wir mal in die USA, gehen wir mal nach Großbritannien, gehen wir mal nach Fernost. Ganz andere Kultur. Da ist das völlig normal, dass dir einer was verkaufen will. Und du kannst ja auch einfach mal sagen, nein. Aber vielleicht haben wir genau damit noch Schwierigkeiten. Wir werden uns dem annähern über den Tag. Wenn das Bild natürlich in der eigenen Disziplin oder der zukünftigen Talente vom Marketing nicht klar ist, wie kann ich dann in der Öffentlichkeit ein klares oder besseres Bild erzeugen? Da sind wir gefordert. Ja. Wir kommen zum Schluss. Gefragt nach dem Berufswunsch, wurde gesagt, wenn wir die inhaltlichen Bereiche anschauen, Management generell, Management mit Fokus Marketing, Consulting und Entrepreneurship. Also hier das Thema Entrepreneurship eher abgeschlagen. In welchen Branchen wollen wir tätig sein? Konsumgüter und Industrie, das war, glaube ich, vor 40 Jahren auch schon so. Handel, Finanzdienstleistungen, E-Commerce, interessanterweise, IT-NGOs, ganz geringe Prozentzahlen. Lieber Handel, das Thema Employer Branding kommt auch auf den Handel zu. Also hier sehe ich, Herr Thelen, hier müssen Sie noch mal ein letztes Wort zu sagen. Sehr gerne. Ich finde es sehr schön, da freue ich mich auch gleich schon auf die Podiumsdiskussion, vor allem mit Frau Hähnel und Herrn Bersenbrücke, dass die Konsumgüterindustrie von Studierenden einfach so, ja, so attraktiv scheint. Was mich ein bisschen verdutzt hat, ist, wir haben Marketingstudierende befragt. 80% der Befragten waren Wirtschaftswissenschaftler mit Schwerpunkt im Marketingbereich. Und von diesen wollen nur 27% tatsächlich ins Management mit Marketingfokus. Ein paar Gründe werde ich gerade eben vielleicht schon genannt haben, aber ich bin sehr gespannt, was die Konsumgüterindustrie an sich jetzt gleich noch dazu zu sagen hat. Ja, das ist, kann ich nur unterstützen. Ich werde im Unterricht auch gerne mal komisch angeguckt, wenn ich den Damen und Herren sage, ich betrachte euch als zukünftige Führungskräfte. Dann sind die erstmal irritiert. Ist bei euch wahrscheinlich anders, nicht? Als private Hochschule? Naja. Irritation ist nicht ganz so groß. Nein. Ja. Also wir lassen was für die Diskussion, für die gemeinsame. Lassen Sie uns jetzt zusammenfassen. Ich habe mir erlaubt mal, wenn man sagt, was sind die vier spannenden Dinge? Und das möge jeder von sich nochmal bewerten. Eines haben wir, glaube ich, klar erkannt. Das Grundverständnis zur Marketingdisziplin ist aus Sicht der Studierenden diffus. Das zeigt dieses Profil. Hier müssen wir schärfen. Und ich glaube, und da sind die Kollegen gefordert, wir müssen auch schärfen, welche Aufgabe das Marketing innerhalb des betriebswirtschaftlichen Studiums einnimmt. Wie sind wir denn womit vernetzt? Oder ist Finance, Produktion und Marketing, die Silos haben wir an unseren Hochschulen auch. Und die Frage der Integration müssen wir uns stellen. Die Digitalisierung prägt mit neuen Inhalten das Marketing in der Praxis. Darauf müssen wir reagieren an den Hochschulen, das haben wir diskutiert. Die Inhalte müssen hinein in die bestehenden Vorlesungen, brauchen wir neue Vorlesungen, das werden wir vielleicht noch weiter diskutieren. Und die Fächerkombinationen sind zu überdenken, was kombiniere ich mit was. Karriere- und Entwicklungsperspektiven von Marketingtalenten werden in der Praxis positiver als von Studierenden eingeschätzt. Das ist doch ein schönes Fazit. Und final,
Marketingstudenten gehen überwiegend in klassische Branchen und Unternehmenskategorien, aber Startups haben neben der technischen Kompetenz in der Regel ein hohes Maß, sie müssen es haben, an Kunden- und Marktorientierung. Und von daher möchte ich zumindest bitten, die Startups mal zeitweise aus den Karriereplänen nicht ganz herauszunehmen. Super. Wir bedanken uns für das Zuhören und wir leiten gleich wieder an Sie über. Weiter zu Lisa. Dankeschön. Ihr beide bitte.